Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir gehen jetzt durch diese Tür. In der letzten Folge haben wir einen Geowatz getötet. Oder Georock? Nee, ich glaube, es war ein Geowatz. Aber er sah nicht gut aus. Zumindest am Ende nicht. Na gut, gehen wir einfach mal durch diese leuchtende Tür. Das würde doch jeder von uns machen, oder nicht? So als Link. Zelda! Und die komische, vermummte Gestalt von neulich. Was ist das für ein Licht? Zelda? Hi? Oh, jetzt erkenne ich dich erst. Du bist es. Link! Nein. Nein, Zelda. Ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Hey, was zum? Ich will mit ihr reden. Ich will sie wieder haben und endlich mit ihr zusammen sein. Zelda, wohin gehst du? Link, es tut mir leid. Zelda? Nein! Wofür habe ich mich gerade durch diese ganzen Heerscharen von Gegnern gekämpft? Warte! Wow. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage? Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Das habe ich schon verstanden, aber... Ich will doch nur kurz mit dir reden. Ah, okay. Also, wir waren mal wieder zu spät dran. Ob sich Link das irgendwie zu Herzen nimmt... Vielleicht ein bisschen. Ah. Naja. Wir sehen wieder die kleine Statue der Göttin. Und das heißt wieder Mega Ballett Action von Fei. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob hier hinten noch was war. Oder ob es nur im Wald schreit. Oh, Feen. Hab ich noch? Zwei voll. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Na gut, dann Link, zieh dein Schwert. Reck es gegen Himmel. Und triff bitte. Danke. Gut. Fei, ich bitte dich, einmal kurz in Aktion zu treten. Danke. Gebieter, diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besucht die heilige Maid vom Himmel ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Okay. Das Land des Sandes, Ranel, dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zur Wüste Ranel. Ist klar. Damit kann ich leben.
einfach sagen, wohin ich gehen muss als nächstes und mich einfach im Stich lassen mit allem, was ich tue. Mir nicht unter die Arme greifen. Mir nicht unter die Arme greifen. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Na okay, Fei ist ja eigentlich unser Schwert. Von daher, sie hilft uns ja schon genug. Und wir sind überhaupt nicht alleine auf unseren Reisen. Ja, ja, Link. Du bekommst sie noch. Irgendwann. Irgendwann. Spätestens in The Legend of Zelda 2. Gebieter, Zelda scheint sich an dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in ein Gebiet namens Renel unterwegs ist. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können mit ihr nach Renel gehen. Ich schlage vor, zum Wolkenherr zurückzukehren und von dort aus nach Renel zu reisen. Nein. Ich würde gerne bitte nicht nach Renel, zumindest noch nicht. Ja, ich würde gerne speichern, danke. Schön, dass du mich fragst, Spiel. Vielen Dank. Ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden und... Naja, alle, ich sag mal, Audio- und Videospuren wurden mit aufgezeichnet. Ich bin mir manchmal nämlich nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Und ich habe jetzt schon eigentlich wieder zu oft gespeichert für meinen Geschmack. Ich sollte mir mal ein Savegame anlegen, also... ja, okay, meinen alten Spielstand jetzt kopieren, sage ich mal. Damit, falls irgendwie was passiert, sowas dann nicht passiert. Egal, hat euch nicht zu interessieren. Wir kehren zum Wolkenmeer zurück. Ja. Ich hoffe, es passiert nie. Das wird mich echt mega abfacken. So richtig. So richtig, richtig. Vor allem, weil ich heute auch sehr wenig Zeit hätte, um irgendetwas dafür zu machen. Ich meine, die Folge muss ja jetzt in 15 Stunden hochgeladen sein. Okay, also die Folge jetzt vor... Vorletzte Folge meine ich. Knarf. Vogel, bitte danke. Yay. Irgendwie reagiere ich heute ein bisschen langsam. Ich weiß nicht warum. Yay, zurück im Wolkenhort. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Und Parashal. Hi, Gross. Und tschüss. wir haben knapp 300 Rubine. Knapp 300 ist doof. Das reicht nicht. Wir brauchen mindestens 300. Und wir wissen ja, wo wir schnell Rubine herbekommen können. Hier haben wir schon mal einen. Und... Jetzt haben wir 5. Das reicht. Moment mal, haben wir die eigentlich jetzt schon? Ich bin mir nicht sicher. Ja, anscheinend noch nicht. Ein Himmelsfall erhalten. Yeah. Nee, hatten wir noch gar nicht. Wow. Cool. Wieder ein neues Insekt gefangen. Na gut, dann müssen wir jetzt Terry suchen. Unsere heilige Pflicht. Und weil wir jetzt gerade einen Insekten... so einen Himmelsfalter gefangen haben, müssen wir jetzt den Rest auch noch fangen. So. Wo ist denn der Terry? What the fuck, warum bist du da hinten? Im Bazar ist irgendwas? Hab ich das Teil schon geholt? Das wäre interessant. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ist das schon die Truhe hier? Nein. Ist sie nicht. Wo dann? Kann ich dann vielleicht was reparieren oder verbessern oder sonstiges Zeug machen? Zeig mal ja. Kann ich dich verbessern? Theoretisch ja. Ich merke es mir vor. Da bräuchte ich noch wissen, was. Das kriegen wir in Runnell. Finsterhalbmond. Dauert noch. Ein großer Kescher. Wenn ich mir das so angucke, können wir das wirklich eigentlich erst recht spät machen mit dem Schattenkristall. Irgendwie doof. Hey Mann, sag ein Spielverderber, Mann!
Ja, ich doch nicht. Wir könnten auch mal kurz. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz bei Terry vorbei und dann gehen wir noch mal kurz zu einer Insel, die mir gerade eingefallen ist, die man einfach mal schnell machen kann. Und wow, du bist der beste Link. Der allerbeste. Leine? Leine? Achso, da. Ich bin so schlau. So schlau. Und meine Schlauität übertrifft jeden. Okay. Ray mit uns und hoffen, dass Terry irgendwas für 300 hat. Spätestens die Abenteuertasche. Noch eine Geldbörse? Okay. Na gut, dann sag mal, wie viel die kostet. Noch eine Zusatzgeldbörse. 300 Rubine mehr. Super, oder? 100 Rubine. Natürlich. Zusatzgeldbörse erhalten. Halleluja. Und damit haben wir wieder kein Geld. Thank you. Kopfrechnen für Anfänger. 300 minus 100 ist gleich 0. Ja, du hast mich fast überzeugt, du komischer Typ, der mir das ganze Zeug hier erzählt. Oh Gott. 600 Rubine, Alter! Nee. Nee. No way, man. No way. Ich gehe. Muss er sich freuen, dass ich bei ihm 100 Rubine ausgegeben habe, damit ich noch mehr tragen kann und Zeug. Aber jetzt will ich noch mal kurz danke. Ich will das da haben. Was auch immer das ist. Und ich will dieses kleine Minispiel euch zeigen. Weil ihr das noch nicht gesehen habt. Das müsste hier irgendwo sein. Hier irgendwo, da irgendwo. Was ist hier in der Nähe? Ich befinde mich gerade drauf. Das heißt. Ich kann kotzen. Das ist so nah, doch so weit entfernt. Das dauert noch Ewigkeit, bis wir da dran kommen. Ach Mensch. Das ist doch gemein. Na gut, dann halt auf zum Minispiel. Wir haben hier jetzt auch noch genug Zeug. Rubine, damit wir das ein paar Mal spielen können. Und wenn ich mich nicht irre, täusche, was auch immer riere, dann fliege ich gerade wie ein total Besoffener. Ja. Nein. Dann können wir dieses Minispiel sogar schon machen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war das erst später? Wenn ja, tut's mir leid. Nee, ich denke da. Ach komm. Nein, ne. Wow. Ich bin so schlau. Ja, Geldbeutel ist leer. Dann mach mal die Truhe auf, Link. Ein goldener Rubin, 300 Rubine. Yeah, Mann! Geil. So, dann. Ja, wird das abgehakt. Da gibt's jetzt noch, da gibt's ja noch was. Und dann. Ja, genau. Gut, dann. Ich würde gerne reingehen und nicht an der Wand hochlaufen. Danke, Link. Und der Typ hier ist schon da. Nice. Oh, und du bist Link. Ich komme hier nur selten Besuch. Ich weiß, wer du bist, aber wo ist denn hier überhaupt? Das hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als das Model vom Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress um meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Ein paar? Deshalb trainiere ich täglich hier, Bambus zu schneiden. Hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Link? Lust auf etwas Training? Ja. Einmal fürs Let's Play und dann farm ich ein bisschen. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Bambus schneiden.
Du musst einfach nur diesen Bambus in kleine Stücke schneiden. Yay. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher die Chance auf einen tollen Preis. Nice. Für 10 Rubine pro Versuch. Alles klar, los geht's. Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? Alles klar, Junge. Einmal für Let's Play. Und dann ganz viel Offscreen. Das läuft echt gut. Ja, das war nice. Unglaublich. Sagte mein Junge, jetzt kannst du wieder durchatmen. Du hast den Ambus 24 Mal geteilt. Du bist wirklich talentiert. Eine beeindruckende Leistung und eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du dir redlich verdient. Es dauert anscheinend doch nicht so lange, bis man, das Käfernetz machen kann. Den Schattenkristall haben wir jetzt schon. Das ist cool. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt einfach hier nochmal ein bisschen weiter und... Oder nee. Ich muss eigentlich ins Bett. Gab's hier vorne Speicherstatue. Ich glaube, daran mache ich das jetzt fest. Wenn es hier eine gibt, dann mache ich Schluss. Wenn nicht, dann fliege ich zurück zum Wolkenort. Es gibt hier keine. Fuck! Kann ich hier nicht speichern. Ich will hier wieder eine Speicheroption haben. Okay, dann komm mal, Wolkenvogel. Gut, dann fliegen wir schnell zurück zum Wolkenhort, speichern ab und dann... Ja. Dann werde ich irgendwann mal... Wenn ich dann Materialien brauche und meine Sachen erweitern will, dieses Minispiel machen. Ich meine, 24, das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich verdammt gut für unser aktuelles Schwert. War das jetzt ein Spoiler? Ja, okay, ich meine, ihr habt das Spiel wahrscheinlich sowieso schon vor mir gespielt, also ja. Lass mich. Und irgendwie ist unser Wolkenvogel ganz schön langsam. Das muss ich mal sagen. Aber na gut. Ich würde sagen, es ist Zeit für uns, nach Hause zurückzukehren. Und mit zu Hause meine ich wirklich in unser Bett. Genau dahin, wo ich eigentlich jetzt auch hin will. Also Link, tu mir bitte den Gefallen. Und leg dich mal für mich schlafen. Das wäre wirklich sehr nett. Ach, und davor darfst du aufs Klo gehen. Nicht. Ja, dann einmal kurz hier rein. Und hinlegen. Wartet ihr schon immer hier? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Aber gut, legen wir uns erstmal hin. Eine Nacht lang schlafen. Ah, ja. Anstrengender Tag. Zeit zum Pennen. Nächster Morgen. Yeah! Gut, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal kurz und dann beende ich jetzt wirklich den Part und sage gute Nacht und hoffe, dass die Klausur in 12 Stunden was wird. In genau 12 Stunden. Ich sollte wirklich ins Bett gehen. Gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen und sage dann ciao, bis zum nächsten Mal. Nacht und schönes Wochenende.